Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, hier in der Taz-Kantine, liebes Publikum draußen im Internet. Ich begrüße Sie und euch herzlich zu unserem Taz-Talk. Das ist der Taz-Talk Nummer 301, den wir als Taz zusammen mit dem Christoph Links Verlag ausrichten, für den ich hier im Raum auch Nora Prüfer begrüßen kann und den Programmleiter Christoph Blome. Also herzlich willkommen in die Runde. Und ich freue mich außerdem, dass der Taz-Talk stattfindet mit den beiden Journalisten, die neben mir sitzen, die ein Buch geschrieben haben. Es handelt sich um Oliver Hollenstein und Oliver Schröm. Und das Buch, das wir heute vorstellen wollen, heißt Die Akte Scholz. Es ist tatsächlich erst heute frisch herausgekommen. Also wenn Sie nachher die Gelegenheit nutzen wollen, Sie können ein noch druckfrisches Buch auch hier später erwerben. Es ist quasi noch warm und kommt frisch aus der Presse. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid und sage erstmal guten Abend. Hallo. Guten Abend. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Dem schließe ich mich an. Oliver Schröm, links außen, ist einer der bekanntesten Investigativjournalisten der Republik. Er hat für mehrere deutsche Wochenzeitungen gearbeitet, war zwischenzeitlich Chef des Recherchezentrums Korrektiv und arbeitet jetzt wieder unter anderem für das NDR-Magazin Panorama. Sein wohl größter Coup war zuletzt die Enthüllungsarbeit über die sogenannten Cum-Ex-Geschäfte, die uns auch gleich beschäftigen werden. Denn das Buch, um das es heute geht, das ist quasi die Fortsetzung des Buches Die Cum-Ex-Files, das im letzten Jahr herauskam. Oliver Hollenstein, direkt links neben mir, war Politik- und Wirtschaftsreporter für dpa, Süddeutsche Zeitung und auch die Zeit und ist jetzt leitender Redakteur beim Manager-Magazin. Und das Buch ist also von Ihnen beiden zusammen. Es kommt jetzt der unvermeidliche Taz-Werbeblock. Erfahrene Taz-Talk-Zuschauerinnen und Zuschauer kennen das schon. Sollten Sie es auch gut und unterstützenswert finden, dass Sie die Taz-Angebote frei zugänglich im Netz finden, scheuen Sie sich nicht, uns zu unterstützen mit dem freiwilligen Bezahlsystem Taz-Zahlig. Und an die Nutzerinnen bei Facebook, YouTube und anderswo, wenn Sie Fragen im Chat stellen, dann werden die uns hier eingespielt. Ich sehe das hier dann auf dem Monitor und wenn Zeit und Kontext es zulassen, werden wir Fragen nachher hier aus dem Live-Publikum, aber auch aus dem Internet zulassen und einarbeiten. Herr Schröm, Herr Hollenstein, ich hatte zur Vorbereitung vom Verlag vor 2 Wochen nicht das Buch, sondern sogenannte Fahnen bekommen. Fahnen, das sind die Ausdrucke. Man kriegt dann einen fetten Stapel, der wiegt gefühlt 7 Kilo. Und das war okay. Ich konnte darin herummalen, wie ich wollte, aber an 2 entscheidenden Stellen waren Lücken. Da fehlte was. Und es sah aus, als müsste noch bis zur Drucklegung an einzelnen Passagen gearbeitet werden. Haben Sie praktisch noch in die Druckmaschine reingetippt oder haben die Verlagsjuristinnen möglicherweise noch auf dem Material festgesessen und wollten es nicht freigeben? Weder noch, sondern wir wollten einfach den eigentlichen Scoop zurückhalten, weitgehend. Aber stimmt, wir haben bis zur letzten Sekunde dran gearbeitet, weil zu unserer Freude hat Herr Scholz es für nötig erachtet, schon im August in den Untersuchungsausschuss zu kommen, also kurz vor Deadline. Und man muss wissen, nicht nur Zeitungsartikel, sondern auch Bücher haben Deadlines. Und wir haben dann die letzten Kapitel offen gelassen, um das dann irgendwie noch verarbeiten zu können. Also es war schon schweißtreibend. Der Herr Blome, ich glaube, er fängt jetzt schon wieder an zu schwitzen, was er da zu ertragen hatte. Aber wir haben es geschafft, auch mit Dank des Verlages. Nochmal danke übrigens. Die Akte Scholz ist ein Buch darüber, welche Rolle Olaf Scholz im Cum-Ex-Skandal insgesamt und vor allem aber im Cum-Ex-Skandal der Hamburger Warburg Bank spielte. Und die Frage lautet, hat Scholz politisch darauf Einfluss genommen, dass die Bank von der Rückzahlung von betrügerisch erlangten Steuergeldern zunächst verschont blieb, ja oder nein? Und ich muss jetzt, einfach weil Cum-Ex komplex ist und das Buch auch komplex ist, hier eine ganz kurze Zusammenfassung liefern für Sie alle, die ich dann nachher die Autoren ergänzen lasse. Cum-Ex, das ist oft auch der gern sogenannte größte Steuerraub in der Geschichte, ist ein Verfahren, mit dem sich Banken und Investoren faktisch Steuern zurückerstatten ließen, die sie nie bezahlt haben. Auch die bis dahin noch renommierte Hamburger Warburg Bank, eine Privatbank, in Hamburg ein großer Name, hat sich auf diese Weise bereichert. Und das Eigenartige ist nur, dass die Hamburger Finanzbehörden im Jahr 2016 die Warburg Bank nicht zu Rückzahlungen bewegen wollen, als in vielen anderen Bundesländern schon klar ist, dass das erstens möglich ist und Cum-Ex auch illegal war.
Die Frage, die uns nun und die Öffentlichkeit, also seit ungefähr 2016, schon länger bewegt, ist, hat der damalige Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz, unser heutiger Kanzler, der die Warburg-Banker ja dreimal traf, diesen geholfen? Herr Schröm, wollen Sie diese kurze Zusammenfassung vielleicht ergänzen? Und Herr Hollenstein, möchten Sie die kürzestmögliche Antwort geben darauf, ob Olaf Scholz der Warburg-Bank geholfen hat? Die Frage kann ich auch beantworten. Das ist ganz einfach. Ja. Wie Sie bereits ausführten, haben die drei oder die zwei Bankiers sich dreimal mit Olaf Scholz getroffen. Und Olaf Scholz wusste, dass die sich nicht mit ihm über die Elbvertiefung unterhalten wollen oder über den Klang der Elbphilharmonie, sondern über ihr Steuerstrafverfahren, weil es war allseits bekannt, dass gegen die zwei Herren wegen schwerster Steuerhinterziehung ermittelt wird. Das hatte Olaf Scholz nicht davon abgehalten, den Audienz zu gewähren. Und er hat sie beraten, hat ihnen Tipps gegeben, auch wie sie sich in Interviews verhalten sollen. Und das ist für mich dann auch die nächste Stufe der Eskalation. Er hat dann irgendwann auch proaktiv bei den Bankiers angerufen und ihnen einen Tipp gegeben. So, sie haben mir ja noch ein Papier übergeben. Ich rate Ihnen, dieses Papier auch meinem Finanzsenator Peter Tschentscher zukommen zu lassen, was dann auch umgehend geschehen ist. Und kurz darauf waren, wie ein Warburg-Anwalt mal sagte, die Steuerrückforderungen der Stadt Hamburg haben sich in weiße Wölkchen aufgelöst. Also er hat ihnen geholfen. Das kann man ganz schlicht und einfach mit Ja beantworten, finde ich. Das stimmt, das würde ich auch sagen. Und ich glaube, was man da noch so ein bisschen sagen muss, er hat ihnen geholfen. Und das Verteidigungsargument ist am Ende ja immer, naja, es gibt nicht den einen Zettel. Das ist ja immer, wir haben ja keinen Beweis für eine politische Einflussnahme, heißt es dann immer. Das heißt, es gibt nicht den einen Zettel, auf dem draufsteht, lieber Peter, lass die Warburg-Jungs mal in Ruhe, die sollen bitte ihre Kohle behalten können. Ciao, dein Olaf. Diesen Zettel gibt es nicht. Man muss aber jetzt auch mal sagen, ich glaube, jeder wird aus der Lebenserfahrung sagen, so dämlich wird wohl kaum irgendjemand sein, der wirklich versucht, in einem Fall Einfluss zu nehmen. Und die große Frage, die sich stellt, die man kann eigentlich die ganze Argumentation umdrehen und fragen, wenn er keinen Einfluss nehmen wollte, warum hat er sich dann irgendwie dreimal mit denen getroffen? Warum hat er beim zweiten Treffen, das muss man immer wieder unterstreichen, dieses zweite Treffen, da war sonst keiner dabei. Das waren nur Olaf Scholz und die beiden Bankiers. Warum hat er das gemacht? Warum hat er danach da angerufen? Und vor allen Dingen, und das ist ja die Frage, die uns mittlerweile fast stärker umtreibt als die Frage, was damals 2016, 2017 war, ist die zweite große Frage, warum hat er diese ganzen Geschichten eigentlich nicht offen dargelegt, als er zum ersten Mal danach gefragt wurde? Und er hat, seitdem wir das erste Treffen im Februar 2020 enthüllt haben, eigentlich immer nur das zugegeben, was in der Zeitung stand. Und als das plötzlich im Widerspruch stand mit dem, was er vorher gesagt hat, da hatte er plötzlich Erinnerungslücken. Das alte Gesetz, dass nicht der Skandal selbst, sondern oft der Versuch der Bewältigung des Skandals die Leute dann nochmal arg in Bredouille bringt, nicht, Herr Schröm? Ja, Sie fragen sich vielleicht, woher wir das jetzt alles wissen und was Sie da so gesprochen haben in diesem vertrauten Tête-à-Tête. Einer der zwei Banker, Christian Olearius, Mitinhaber der Warburg Bank, hat schlicht und ergreifend Tagebuch geführt. Und wir haben Ende 2019 von der Existenz dieser Tagebücher erfahren. Die wurden auch beschlagnahmt bei einer Durchsuchung und wir haben dann alles dran gesetzt, an diese Tagebücher ranzukommen, nicht ahnend, welche Geschichte uns da erwartet. Also wir wussten, wenn so ein Bankier, der im Fokus steht wegen schwerster Steuerhinterziehung, Tagebuch führt, dann wird es interessant sein, aber dass die Spur uns zu Olaf Scholz führt, das war nicht sicher. Wir hatten wohl einen Hinweis, aber dass man da die Bestätigung bekommt, das war dann schon erstaunenswerte. Okay, wir sind jetzt schon bei den Tagebüchern von Herrn Olearius, was ja übrigens bemerkenswert ist, dass jemand über so lange Strecken so ausführlich Tagebuch führt. Das hat man ja heutzutage, glaube ich, inzwischen weniger, aber natürlich eine Fundgrube. Nicht? Ich muss es jetzt nochmal fragen, Sie wissen, was jetzt kommt. A, beschreiben Sie Cum-Ex nochmal in drei Sätzen, was ist das? B, wessen genau hat die Warburg Bank sich schuldig gemacht? Jetzt darf ich Cum-Ex erklären. Super.
Naja, also Cum-Ex, es geht ja, wenn Sie eine Aktie besitzen, dann und das Unternehmen, von dem Sie eine Aktie besitzen, zahlt Gewinne, macht Gewinne, dann können Sie diese Gewinne ausschütten, eine sogenannte Dividende. Und auf diese Dividende, die da ausgeschüttet wird, zahlen Sie normalerweise 25% Steuern. Es gibt ein System, das gilt vor allen Dingen für Banken, dass man sich diese Steuern sofort wieder zurückerstatten lassen kann. Liegt daran, weil die Banken ja nachher auf ihre Gewinne nochmal Steuern zahlen und die sollen nicht zweimal Steuern zahlen. Das heißt also, die Steuer wird gezahlt, die wird automatisch abgeführt und dann reicht man eine Bescheinigung ein und dann kriegt man am Ende diese 25% Steuern wieder zurück. Das ganz normale System. Und Cum-Ex ist im Prinzip ein Trick, wie man dieses System ausnutzen kann, um sich Steuern erstatten zu lassen, die gar niemals gezahlt wurden. Und im Prinzip läuft es so, am besten kann man es verstehen mit diesem schönen Bild, das wir schon öfters benutzt haben. Sie haben so diese Steuerbescheinigung ist quasi wie so ein Pfandbon, den Sie kriegen, wenn Sie im Supermarkt Ihren Pfand zurückgeben. Und was haben diese cleveren Leute gemacht? Die haben diese Aktien im Kreis getauscht und im Prinzip dadurch diesen Bon ganz oft kopiert und sind dann hingegangen und haben sich für jeden dieser Bons die Steuer zurückerstatten lassen, die aber nur einmal quasi abgeführt wurde. Also ich habe einmal wurden Steuern gezahlt und zwei oder mehrfach Steuern zurückerstattet. So der Versuch. Und wann stieg die Warburg Bank ein? In welchem Ausmaß? Die Warburg Bank hat tatsächlich zum ersten Mal Cum-Ex-Geschäfte in kleinerem Rahmen im Jahr 2006 gemacht. Da haben sie es quasi ausprobiert. Die sind damals ist Christian Olearius selbst in Kontakt gekommen mit dem Steueranwalt Hanno Berger, der so ein bisschen als der Mastermind der Cum-Ex-Geschäfte gilt. Der ist nicht der Erfinder, aber er hat quasi dieses Modell, was davor vor allen Dingen Banken betrieben haben, für vermögende Privatkunden attraktiv gemacht. Und dieser Berger war ein relativ umtriebiger Steueranwalt und der hatte irgendwie Kunden von Warburg beraten, wie sie bei so einem großen Deal quasi keine Steuern zahlen müssen. Die haben das Geschäft dann gar nicht gemacht, aber Christian Olearius hat quasi wurde unterrichtet von dem Vorschlag dieses Geschäfts. Und nachdem er gesehen hat, dass man auf einen Veräußerungsgewinn von mehreren 100 Millionen Euro nur einen 2% Steuern, glaube ich, zahlen musste, fand er das so interessant, dass er diesen Hanno Berger unbedingt mal kennenlernen wollte. Ich sage das jetzt komplett neutral. Und dann kam Hanno Berger und hat ihm vorgeschlagen, lass uns doch mal Cum-Ex machen. Und dann haben die tatsächlich von 2007 bis 2011 Cum-Ex-Geschäfte betrieben, in verschiedenen Konstellationen, im Kern, dass die Geschäfte, die die Bank selber gemacht hat, da geht es so roundabout um 170 Millionen Euro, also Steuern, die sie sich erstatten lassen haben. Es gibt dann noch weitere Geschäfte, die sie über irgendwelche Fondtöchter gemacht haben, also das sind auch nochmal über 100 Millionen, das ist eigentlich also noch mehr, aber im Kern reden wir immer über diese 170 Millionen. Und warum sagen die Banker bis heute, das war doch legal? Das war nie legal und das ist halt natürlich eine Täterbehauptung. Es gibt auch höchstrichterliche Entscheide, dass es nie legal war und da muss man auch nicht diskutieren. Ich meine, das versteht, glaube ich, jeder, wenn ich mir Geld auszahlen lasse, also Steuern, die ich vorher nicht einbezahlt habe, das ist Diebstahl. Und Diebstahl ist, da reicht die Binse, das ist halt nicht legal, Punkt. Vielleicht noch kurz zur Erklärung, wir haben als ich noch bei Korrektiv war, wir hatten zweimal große internationale Kooperationen am Laufen, 2018 und 2021 mit vielen europäischen Partnern, teilweise auch weltweit und haben dann 2021 das Ergebnis gehabt, dass in 10 europäischen Staaten plus in den USA durch Cum-Ex und ähnliche illegale Steuergeschäfte 150 Milliarden Euro geklaut wurden seit den Nullerjahren. Um nur mal so eine Größenordnung in den Raum zu werfen. Also ist sicherlich der größte Steuerbetrug in der Geschichte.
Vielleicht kann man, vielleicht, ich fand das, das war so ein schönes Bild, der Richter in Bonn, der das erste Urteil gesprochen hat zu Cum-Ex, der hat dazu gesagt, warum, als die Frage zu dieser Behauptung, Cum-Ex sei doch irgendwie vielleicht doch legal gewesen, da sagt er, naja, also weil es gab angeblich eine Gesetzeslücke, da sagt er, das ist so ein bisschen so, als würden Sie behaupten, ich bin in dieses Haus reingegangen und habe das Portemonnaie von der Kommode geklaut, weil die Tür halt offen stand. Gelegenheit macht Diebe, wie man so sagt. Ja. Jetzt haben Sie vorhin meine Frage, hat Olaf Scholz geholfen? So ganz freimütig bejaht. So. Wenn es so wäre, hätte man ja die Frage auch, hat er politisch Einfluss genommen, schnell beantwortet und damit wäre er, grob gesagt, fällig. Aber ganz so einfach ist es ja nicht, weil sich ja schon die Frage stellt, was haben wir konkret, wenn wir auch nicht den Zettel haben, von dem Sie sprachen, was darauf hinweist, dass hier politisch ein Verfahren, das eigentlich bei der Finanzbehörde lag, manipuliert wurde. Und ich habe das Buch, also abzüglich der beiden Stellen, von denen ich sprach, ja aufmerksam gelesen und das Material, was Sie zusammengetragen haben, ist ja unglaublich. Unterm Strich kann ich aber auch anhand dessen, was Sie geschrieben haben, nicht erkennen, dass Olaf Scholz in seiner Rolle als Hamburger Bürgermeister oder auch sein damaliger Finanzsenator Tschentscher, der jetzt Bürgermeister ist, der Behörde politische Vorgaben gemacht haben. Es ist ja nicht so abwegig, dass wenn so eine berühmte Hamburger Bank seit 200 Jahren oder was im Geschäft unbedingt mit dem Bürgermeister sprechen will, dass der sie dann empfängt, also die beiden Top-Banker davon empfängt. Und wir haben keinen Hinweis darauf, dass er sagte, ist klar, Jungs, ich greife da mal ein und dann geht bei der Finanzbehörde der Anruf ein, die Sache wird gestoppt. Also was haben Sie, woran Sie klar festmachen wollen, dass Olaf Scholz sich hier der politischen Beeinflussung schuldig gemacht hat? Für mich ist gar nicht die Frage, ob er politischen Einfluss genommen hat. Die Indizienkette ist schlicht und ergreifend erdrückend. Und ein Ministerpräsident, nichts anderes ist, ein erster Bürgermeister im Stadtstaat, hat sich einfach nicht mit Steuerbetrüger zu treffen, gegen die gerade schwerstens ermittelt wird, und sich über deren Steuerverfahren zu unterhalten und ihnen dann noch Ratschläge zu geben. Das müsst ihr mal vorstellen, wir wären nicht in Hamburg, sondern in Bayern. Uli Hoeneß hat ja bekanntlich auch einen Steuerbetrug begangen, da ging es nur um schlappe 25 Millionen. Er wäre damals, ich weiß gar nicht, wer damals Ministerpräsident war, es war nicht Stoiber, sondern... Wie bitte? Seehofer wird es noch gewesen sein. Seehofer wäre zu Seehofer gegangen, hätte es vielleicht von Stoiber einfädeln lassen, weil der war ja im Aufsichtsrat von FC Bayern München, geht zu Seehofer und sagt, hey, Horst, also, ich will das Geld nicht zurückzahlen, also das geht nicht. Und Horst gibt noch ein paar Ratschläge und sagt, wenn dich ein Finanzminister sowieso... Was dann Uli Hoeneß dann auch macht, und kurz darauf sind die Steuerforderungen vom Tisch. Ich glaube, da wäre ein Aufschrei durch die Republik gegangen, zu Recht. Und nichts anderes hat sich in Hamburg ereignet. Ob das jetzt politische Einflussnahme ist oder ob das juristisch relevant ist oder nur politisch, das ist nicht an mir, das zu beantworten, sondern Oliver und ich, wir sind investigative Journalisten. Unser Job ist, Fakten ans Tageslicht zu zerren. Die Fakten zu bewerten haben dann andere. Das sind dann Juristen, das sind Politiker, das sind Sie, die Wähler. Das ist nicht unser Job und die Frage können und wollen wir auch nicht beantworten. Ja, und man muss, glaube ich, unterscheiden, dass es einfach faktisch ja verschiedene Ebenen der Verantwortung gibt. Und diese Frage, gibt es politische Einflussnahme? In unserem Buch geht es, glaube ich, auch ganz viel darum, wie man eigentlich öffentliche Meinung mit Spins beeinflussen kann. Und das ist eine Setzung, die die SPD sehr früh und sehr clever gesetzt hat. Sie haben quasi definiert, das ist die Hürde für einen Schuldspruch. Die Hürde für einen Schuldspruch ist zu sagen, der hat sich politisch Einfluss genommen. Und das passiert in dem Moment, wo es irgendwie einen Zettel gibt oder irgendwie einen Anruf, den man nachweisen kann und wo sich auch jemand dran erinnert. Das haben wir alle, große Erinnerungslücken. Dann ist nachgewiesen, dass Olaf Scholz eine Schuld, in Anführungszeichen, auch welcher Schuld auch immer trägt. Man kann natürlich die Frage auch ganz anders stellen. Ne? Also ich meine, alleine geht es darum, ich glaube, heute ist vollkommen klar, das bestreitet auch nicht mal mehr die Hamburger Finanzbehörde, dass aus heutiger Sicht diese Entscheidung, das Geld damals nicht zurückzufordern, ein großer Fehler war. Es war eine massive juristische Fehleinschätzung. Hamburg war total auf dem Holzweg. Wie konnte es so weit kommen?
Wie konnte es so weit kommen? Da ist die erste Frage, die allerunterste Ebene ist ja zum Beispiel da quasi die Frage der politischen Verantwortung. Hat Olaf Scholz der heutige Bürgermeister, sein damaliger Finanzsenator Peter Tschentscher, die Hamburger Finanzbehörde so ausgestattet, dass sie in der Lage waren, diese Art von Steuerbetrug zu bekämpfen? Da ist die ganz einfache Antwort, nein, haben sie nicht. Diese Behörde war massiv überfordert mit dieser Sache. Da ist, glaube ich, die Indizienlage ganz klar. Dann gibt es im zweiten Schritt natürlich sowas wie eine Verantwortung. Hat sich Olaf Scholz über diese politische Verantwortung selbst in dieses Verfahren an irgendeiner Stelle eingemischt? Ja, hat er. Er hat nicht nur einmal sich mit dem, das erste Treffen geschenkt. Auch wenn er wusste, man kann heute wissen, wie er wusste, dass es um Cum-Ex geht, sagen wir, selbst dann, man trifft sich einmal noch mit denen. Aber warum trifft er sich 6 Wochen später ein zweites Mal mit denen? Warum trifft er sich mit denen und hat keinen Zeugen dabei? Wenn ich sage, oh, das ist ein heikles Gespräch, das weiß jeder Depp, die wollen, dass sie die Kohle nicht zahlen müssen. Wenn ich verhindern will, dass jemand dass das Gefühl aufkommt, ich könnte Einfluss genommen haben, setze ich mir 4 Referenten dahin, die nachher meine Zeugen sein können, dass ich nichts gemacht habe. Auch das hat er nicht gemacht. Im Gegenteil, er hat dann nachher zum Telefon gegriffen und und ihm sogar noch Tipps gegeben. Das ist quasi die zweite Ebene. Und die dritte Ebene, das ist das, wo die SPD sehr stark hin ist, hat er sich damit auch im juristischen Sinne schuldig gemacht. Aber ich würde immer sagen, für einen Bundeskanzler und auch für einen Hamburger Bürgermeister, für jeden Spitzenpolitiker, gilt möglicherweise ein wenig höherer Anspruch als nur die Frage, ob er sich strafrechtlich auffällig geworden ist. Ich glaube, umgekehrt wird ein Schuh draus. In der Hamburger Verfassung steht drin, dass Senatoren und Bürgermeister Unbill von der Stadt Hamburg abzuwenden haben. Und wenn dann zwei Privatbankiers bei einem sind, beim Bürgermeister, und über Steuerstrafverfahren berichten und er weiß, es stehen 170 Millionen Euro im Raum, dann hat er eigentlich als Bürgermeister die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass man der Sache nachgeht, dass das Geld der Stadt nicht verloren geht. Wenn er schon weiß, dass gegen die ermittelt wird, müssen im Herbst 2016, da lief ein Untersuchungsausschuss im Bundestag, just in dem Monat war Olearius, also der Bankmitinhaber, als Zeuge geladen vor dem Ausschuss. Er hat dann, weil gegen ihn ermittelt wurde, die Aussage verweigert. An dem Tag, als die Entscheidung gefallen ist, das Geld nicht zurückzuholen, war eine große Geschichte in der Zeit, jetzt auch noch Warburg. Also es wusste jeder, was Sache ist. Und statt die Anweisung zu geben an seine Mitarbeiter, geht der Sache bitte nach. Nicht, dass uns da Geld verloren geht, gibt er anderweitige Ratschläge. Also was wollen Sie denn mehr? Wir kommen darauf am Ende zurück. Ich dachte mir, wir stellen das Buch jetzt auch einfach mal vor, weil es ist ja ein Stück Literatur. Und damit Sie wissen, nachdem Sie am Ende das Buch alle kaufen wollen, was Sie erwartet. Es ist verfasst wie ein Tagebuch. Also anhand von Terminen, Daten, an denen was passiert ist, wird ein Sittengemälde Hamburgs gezeichnet. Also was war eben die besondere Situation dieses Bürgermeisters Olaf Scholz in dieser wunderschönen, reichen Stadt Hamburg mit den enorm einflussreichen Bankern Warburg und Olearius. Und es handelt eben auch von einer besonderen Nähe der Hamburger Kaufmannschaft und Politik, die ich bezeugen kann, weil ich da studiert habe. Und es handelt eben auch vom Aufstieg von Olaf Scholz. Also was war es für ein Mann, was hatte der für einen Plan, wie haben wir ihn eigentlich kennengelernt? Und das Leben von Olaf Scholz, das war mir so bewusst nicht, liest sich bei Ihnen jedenfalls streckenweise so, als wäre es eine einzige Abfolge von glorreichen Empfängen in schön teurer ausgestatteten Sälen. Es gibt Häppchen und man beglückwünscht sich gegenseitig zum Wohlstand. Und um ein Gefühl davon zu kriegen, wie das Buch verfasst ist, dachte ich mir, wir lesen einmal die Textstelle, die Sie vorliegen haben, ne? Seite 55, ja? Dann die Seite 55, ja. Genau. Das ist jetzt eine Premiere. Ich bin, weiß nicht, ob ich in der Lage bin, gut vor Publikum vorzulesen. Das habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. Montag, 25. April 2016. Cum-Ex ist inzwischen ein großes Thema. In Berlin nimmt der Untersuchungsausschuss Fahrt auf und überlegt, Bankiers wie Christian Olearius vorzuladen.
Die Abgeordneten wollen der Frage nachgehen, warum es die Finanzämter so lange nicht geschafft haben, dem Steuerklau Einhalt zu gebieten. Das Land Nordrhein-Westfalen hat von einem Whistleblower eine CD gekauft, auf der sich zahlreiche Daten von Cum-Ex-Sündern befinden. Der dortige Landesfinanzminister Norbert Walter-Borjans, SPD, hat den Banken im Dezember 2015 unverhohlen gedroht. Die Steuerfahndungen in Nordrhein-Westfalen und anderen Ländern werden die neuen Indizien konsequent und zügig für ihre Ermittlungen nutzen, sagte er. Für die Banken wäre es deshalb höchste Zeit zu handeln. Durch Kooperationen mit den Behörden könnten sich wenigstens im Nachhinein vom Betrug, sie sich wenigstens im Nachhinein vom Betrug an der Allgemeinheit verabschieden. Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer, CDU, hat vor ein paar Tagen ebenfalls klare Worte gefunden. Ich will die Verbrecher alle kriegen, sagte er in einem Interview. Auch in Hamburg haben die zuständigen Beamten eine Spezialeinheit vorgeschlagen, wie es sie in Hessen gibt und in Nordrhein-Westfalen. Sie wollen zudem mehr Personal haben. Mit ihrer Forderung beißen sie bei der Steuerchefin Noddelmann auf Granit. Sie wolle die Hausleitung in diesem Stadium nicht mit so komplexen Themen befassen. Die Verwaltung müsse andere Wege gehen, um Cum-Ex aufzuklären, hat sie den Kollegen erklärt. In der Hamburger Steuerverwaltung hat das Thema Cum-Ex keinerlei Priorität. Cum-Ex, das muss irgendwie nebenher mitlaufen. Montag, 9. Mai 2016. In den vergangenen Tagen hat die Sonne geschienen. Olaf Scholz ist sichtlich gebräunt, als er in die Lobby des Hotels Atlantik an der Außenalster tritt. Wieder ist die Elite der Stadt in Smoking und Fliege zusammengekommen. Kaufleute, Reeder, Banker. Der vornehme Überseeclub unter seinem Chef Michael Behrendt hat zu einem jährlichen Abendessen geladen. Eine Pflichtveranstaltung für den Bürgermeister. Die Schlagzeilen der vergangenen Wochen haben das Augenmerk mal wieder auf Scholz gelenkt. Die SPD dümpelt in Umfragen knapp über 20%. Parteichef Sigmar Gabriel hat signalisiert, dass er nicht unbedingt Kanzlerkandidat werden will. Doch ein alternativer Kandidat drängt sich nicht auf. Scholz hat mehrfach betont, dass er sich in Hamburg sehr wohl fühlt. Auch in seiner Rede vor der Elite der Stadt gibt er keine Ambitionen zu erkennen. Vor ihm hat Bahnchef Rüdiger Grube gesprochen. Den Ball nimmt Scholz auf, spricht über die S-Bahn nach Bad Oldesloe, den zu engen Hauptbahnhof, die Elbquerung. Warum sollte er jetzt Kanzlerkandidat werden wollen? Die Chancen, gegen Angela Merkel zu gewinnen, scheint verschwindend gering. Und in Hamburg wirkt er trotz aller Kritik unangreifbar. Vor einigen Wochen hat die Zeitung Die Welt den Parteienforscher Elmar Wiesendahl zu Scholz befragt. Die Hamburger Politik ist in einem Ausmaß auf den Bürgermeister zugeschnitten, wie es das in der Stadt noch nie gegeben hat, erklärte Wiesendahl. Der Bürgermeister steht in diesem Senat ganz oben und dann kommt ganz lange nichts. Die rot-grünen Senatoren blass, die Opposition unsichtbar, die SPD stillgelegt. Die einzige Einrichtung, vor der Olaf Scholz Respekt hat, ist die Handelskammer, sagt Wiesendahl. Alles spiele Scholz in die Karten. Er könne sich höchstens selbst ein Bein stellen, aber das würde ihm nicht passieren, weil er viel zu geschickt ist. Vielen Dank, für die Premiere war das sehr gut. Danke. Möchten Sie nahelegen, dass also in dieser geschilderten Atmosphäre es vielleicht für Scholz geradezu zwingend war, dass eine reiche Privatbank von Unbill abgeschirmt werden muss? Ich glaube, aus der Logik, in der Olaf Scholz denkt, tickt und in seiner politischen Karriere, die er in Hamburg begonnen hat und auch immer sehr auf Hamburg bezogen war, spielt Nähe zur Wirtschaft eine extrem große Rolle. Also das ist nicht nur Olaf Scholz alleine. Ne? Das ist diese Hamburger SPD, die ja massiv erfolgreich ist im Vergleich zu anderen Landesverbänden. Und ich glaube, eine Erklärung, die SPD selber dafür hat, ist halt, dass sie sich in Hamburg als extrem wirtschaftsnah geriert, viel wirtschaftsnäher als am Ende fast die CDU in der Stadt.
das ist deren Erfolgsmodell. Und da geht es natürlich darum, also, dass man irgendwie sich auch als SPD als wirtschaftskompetent verkauft. Und es geht darum, natürlich die mächtigen Wirtschaftsverbände auf seiner Seite zu haben und vor allen Dingen die Menschen, also dieser Überseeklub, der in dieser Passage vorkommt, das ist tatsächlich eine richtig wesentliche Hamburger Institution, das werden Sie wahrscheinlich auch noch kennen aus dem Volo schon immer. Ja? Das ist wirklich gegründet, interessanterweise von einem Warburg auch. Und das ist eine Institution in der Stadt. Dort wird am Ende Politik gemacht. Dort sind die Netzwerke, in die man rein muss, wenn man was erreichen will. Eine besondere Rolle kommt in dem Buch ja auch mehreren SPD-Größen zu. Also Olaf Scholz ist nicht der Einzige auf der Liste derer, die mutmaßlich in der Warburg-Affäre eine Rolle spielen. Dazu zählen außerdem Alfons Pawelczyk und Johannes Kahrs. Johannes Kahrs ist manchen vielleicht vertraut als wirklich langjähriger und der wahrscheinlich auch wichtigste Hamburger Haushaltspolitiker im Bundestag. Und er fungiert klar als Lobbyist von Olearius und Warburg. Pawelczyk ist alt, ein ehemaliger Hamburger Senator und jetzt in einer Hauptfunktion als Türöffner für allerlei Wirtschaftsinteressen und Belange zwischen Geschäft und Politik unterwegs. Pawelczyk bekommt persönlich Geld für seine Tätigkeit für die Warburg Bank. Johannes Kahrs lässt das Geld an seinen Wahlkreis Hamburg-Mitte auszahlen. Seit jeher der immer schon am besten mit Finanzen ausgestattete Wahlkreis, weil Herr Kahrs da so geschickt war. Ist es eine hanseatische Besonderheit eigentlich, dass amtierende und ausgeschiedene Politiker ihre politischen Kontakte so gewinnbringend dann einsetzen? Also in dem konkreten Fall ja. Also Alfons Pawelczyk hatte als Ex-Vizebürgermeister natürlich ein unglaubliches Adressbuch, das er dann nach seinem Rücktritt oder nach seinem Ausscheiden aus der Politik vergoldet hat. Johannes Kahrs hat schon während seiner Zeit als Abgeordneter seine Kontakte vergoldet, offensichtlich. Zumindest hat er Geld zufließen lassen seinem Wahlkreis. Es kommen noch andere Figuren oder SPD-Politiker in unserem Buch vor und vielleicht eine kleine Anekdote. Nachdem das 2016 alles so wunderbar aus der Sicht von der Warburg Bank über die Bühne gegangen ist, dass das Geld nicht zurückgefordert wurde, hat dann Christian Olearius eine Dankesliste verfasst. Also da stehen 10 Namen drauf von Personen, denen er zu Dank verpflichtet ist oder wo er sich erkenntlich zeigen will. Hat auch genau beschrieben. Von den 10 Personen sind 4 abgehakt. Also da hat man sich bedankt bzw. erkenntlich gezeigt. Die 4 Personen sind sein Steuerberater und 3 SPD-Abgeordnete. Oder Entschuldigung, 3 SPD-Politiker. Besagter Alfons Pawelczyk, der hat am Ende des Jahres einen 6-stelligen Betrag bekommen. Johannes Kahrs, der hat Parteispenden bekommen. Was? 5-stellig, nicht. Entschuldigung. Die Juristen hören mit. Ja, 5-stellig, okay. Ein 6-stelliger Betrag war in seinem Bankschließfach, aber woher die Gelder kommen, wissen wir nicht. Johannes Kahrs hat Parteispenden bekommen und der 3. Name, der abgehakt war, ist Olaf Scholz. Und wie sich jetzt Christian Olearius bei Olaf Scholz erkenntlich gezeigt hat, das wissen wir nicht. Noch kein Bankschließfach aufgetaucht in der Angelegenheit, ne? Nee, aber es zeigt auf jeden Fall etwas, was auch immer wieder bestritten wurde oder suggeriert wurde. Offensichtlich hat ja Christian Olearius geglaubt, dass Olaf Scholz irgendwas für ihn getan hat in diesem Verfahren. Sonst müsste man sich ja nicht bei ihm bedanken. Sie sind sicher, dass die grünen Häkchen, also Check, bedeuten, okay, da habe ich mich bedankt. Das steht da im Tagebuch. Es kann ja auch bedeuten, habe ich zuletzt gesehen oder weiß der Henker. Nee, das ist kein Tagebuch, sondern das ist ein extra Zettel. Das ist alles handschriftlich, sehr ausführlich. Überschrieben ist es mit Hexenjagd. Da beschreibt er genau, also wen er eigentlich noch auf dem Kieger hat, welche Staatsanwälte, Journalisten etc., BaFin. Und dann differenziert er genau Leute, die aus seiner Sicht auf der guten Seite steht und dass man sich da erkenntlich zeigen muss. Und ja, also es ist zweifelsfrei, was dieses Häkchen bedeutet. Okay. Sie zeichnen ja sehr schön nach, wie auch die anderen schon aufgezählten
Olearius und Warburg helfen. Etwas, was mich ein bisschen betroffen gemacht hat dabei, ist, dass auch der Name Ernst Urlau auftaucht. Ernst Urlau war Verfassungsschutzchef in Hamburg. Er war dann später, er ist aufgestiegen, noch zum BND-Präsidenten. Ich weiß jetzt nicht genau, bis wann er das Amt innehatte. Ich glaube, bis 2011 ungefähr. Ernst Urlau jedenfalls war auch so eine hanseatische Größe, ein seriöser SPD-naher Politiker, dem ich als damals Taz-Volontärin gerne glaubte, wenn ich mit ihm telefonierte. Und siehe da, auch er ist in Diensten der Warburg Bank unterwegs. Jetzt nochmal meine Frage. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Hamburg so besonders viel stärker sein soll als anderswo. Reden wir hier von ganz normalen politischen Verhältnissen oder gibt es etwas, was da in Hamburg die Leute in einer Weise zusammenschweißt, dass sie einander so gerne unter die Arme greifen? Ich lebe jetzt seit 1990 in Hamburg mit Unterbrechungen immer 2-3 Jahre in Berlin. Ich habe mich bis zu dieser Geschichte, als wir vor 3 Jahren angefangen haben, Oliver und ich, da uns um Olaf Scholz zu kümmern, nie mit Hamburger Politik beschäftigt. Ich hörte wohl das geflügelte Wort vom roten Filz, konnte mir aber nicht so richtig was drunter vorstellen als Zeitungsleser. Seit ich mich jetzt aktiv als Reporter damit beschäftigt, ist der Hamburger Filz sehr, sehr griffig. Ich glaube, Sie werden Hamburg nicht mal Portier am Rathaus, wenn Sie nicht Parteimitglied sind. Es ist halt über Jahrzehnte gewachsen, außer 2 Unterbrechungen. Ich glaube, einmal in den 50er Jahren, dann Ole von Beuys, 7 Jahre, hat halt SPD durchregiert, entweder in einer Koalition oder alleine. Es sind gewachsene Strukturen. Das ist ein Stück weit auch natürlich. Aber dieser Filz, und was für mich dann überraschend ist, dass sich Christian Olearius diesen Filz zunutze macht, das ist sehr bemerkenswert, weil Christian Olearius der SPD sicherlich politisch nicht nahe steht. Das geht aus seinen Tagebüchern deutlich hervor. Er hat da andere politische Präferenzen, aber wenn es zur Sache geht, weiß er, auf wen er da zählen muss in Hamburg und hat halt diese SPD-Leute um sich geschart. Ernst Urlau wurde dann in das Team aufgenommen, um die mediale Abwehrschlacht zu orchestrieren, weil Ernst Urlau zu gewissen journalistischen Größen der Süddeutschen Zeitung angeblich gute Kontakte hat, um dann die Berichterstattung Einfluss zu nehmen. Also es wurde alles bedacht, wer beackert die Medien, wer beackert die BaFin oder das BMF, das war der Job von Johannes Kahrs, wer wird ständig vorstellig bei Olaf Scholz, das war besagter Alfons Pawelczyk, der so eine graue Eminenz in Hamburg ist. Olaf Scholz ist bis heute großer oder voll des Lobes über den Mann. Das ist, so funktioniert es einfach. Man kennt sich und jeder hat so seine Aufgabe und stößt die Türen auf oder spricht irgendwo vor, lobbyiert. Also ich konnte es mir ehrlich gesagt, ich bin jetzt seit fast 40 Jahren Journalist. Ich dachte, ich hätte von jeder Apotheke den berühmten Gaul mal sich übergeben sehen. Aber als ich diese Geschichte jetzt mir angeschaut habe und Kenntnis davon bekommen habe, war ich schon überrascht, weil das ist eigentlich wie in einer schlechten Vorabendserie. Und aber es hat sich vor unserer Haustüre abgespielt und zwar viel Arbeit und ich befürchte, es wird noch viel Arbeit bleiben. Auf dem Weg hierher bekam ich einen Anruf für ein neuer Hinweis. Habe ich dir noch gar nicht erzählt, müssen wir nachher drüber reden. Also die Geschichte wird uns nicht loslassen und Olaf Scholz wird sie auch nicht loslassen. Sie wird seine Kanzlerschaft überschatten. Also das ist das Kapitel Filz, wo ich gerne, ich sehe gerne eines Tages die Doktorarbeit Filz in Hamburg im Vergleich zu meinetwegen der CSU in Bayern. Also da gibt es sicherlich, aber das wäre ein anderes Buch, was Sie hoffentlich auch interessanterweise hat ja Christian Olearius relativ früh in diesem, als ihm die Steuerrückforderung drohte, hat er auch jemanden von der CDU gefragt. Also ich will jetzt nicht die CDU verteidigen, aber den ehemaligen Finanzsenator Wolfgang Peiner, da gefragt, hier, ich habe da ein Problem, ich würde mich auch gerne an die Politik wenden. Und der hat gesagt, lass das, mach das nicht, der Bürgermeister kann da nichts für dich tun. Und dann hat er sich an Alfons Pawelczyk gewendet mit derselben Frage und er hat gesagt, ich spreche mal mit Olaf, sinngemäß. Mhm. Ja, okay, das war Filz. Jetzt kommen wir zur Behörde. Sie haben es vorhin schon angedeutet, Herr Hollenstein. Also eine zentrale Rolle in Ihrem Buch spielt
erstens das Machtgefälle in den Finanzbehörden in Hamburg, die auch eine besondere Abteilung da am Start haben, und eine bestimmte Finanzbeamtin, die bei Ihnen Svenja Pannhusen heißt, die in Wirklichkeit anders heißt. In den Nachrichten heißt sie immer Daniela P. Punkt. Und sie war es, also bei der sozusagen der Fall zentral auf dem Tisch lag, und sie war es, die die Warburg Bank erst das Geld zurückzahlen lassen wollte und dann doch nicht mehr. Also bei Frau Pannhusen ist sozusagen im Kopf was passiert. Und das ist, zeichnen Sie sehr lebendig nach. Sie beschreiben dann auch die Sitzung mit Kollegen und Kolleginnen. Und im Zuge der Cum-Ex-Ermittlungen, das zog sich dann ja, wirkt nun die Pannhusen mit ihrer Sichtweise, dass es sich eigentlich nicht um einen juristischen Fall handle und man könne die Bank dann nicht zur Rückzahlung verpflichten, die wirkt immer mehr wie eine Einzelgängerin. Also ihre Haltung, die zunächst vielleicht noch auch juristisch haltbar ist, die wird immer wackeliger, weil dann ja andere Bundesländer einsteigen und auch Bundesbehörden sagen, nee, Cum-Ex war illegal, geht so nicht. Und als Sie Frau Pannhusen vorstellen in dem Buch, da legen Sie nahe, dass auch sie sehr eng mit der Hamburger Upper Class verbunden sein könnte. Und können Sie beschreiben, was Sie eigentlich vermuten, warum Frau Pannhusen ihre Meinung verändert hat? Also warum sie erst sagte, okay, die Warburg Bank muss zurückerstatten und dann gesagt hat, nee, hat sich erledigt, machen wir doch nicht. Ich tue mir immer schwer, wenn ich spekulieren soll, weil das ist nicht meine Job Description. Wir wissen, was sie wann wie gemacht hat. Warum sie dann jetzt die Meinung geändert hat, ob das jetzt Überzeugung war oder ob da andere Gründe eine Rolle gespielt haben, das wissen wir nicht. Wir kennen mittlerweile auch ihre finanzielle Situation, da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber auch wenn man weiß, wie viel Geld sie verdient und wie hoch ihre monatlichen Ausgaben sind, da könnte man jetzt spekulieren, aber wir wissen es schlicht und ergreifend nicht. Also von daher, sehen Sie es mir nach, will ich ein bisschen mich zurückhalten. Die Frau hat schwer genug, gegen sie wird ermittelt wegen Untreue, wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung und. Da drohen 10 Jahre Gefängnis. Sie ist immer noch nicht freigestellt. Also normalerweise wird man vom Arbeitgeber erwarten, wenn gegen eine Mitarbeiterin solche schwere Vorwürfe im Raum stehen und gegen die ermittelt wird und bei der auch zu Hause durchsucht wurde, dass man die einfach mal freistellt bis zur Klärung der Situation. Auch aus Eigenschutz oder aus Fürsorge für die Mitarbeiterin. Die hat es ja dann auch nicht leicht, wenn es jetzt weiterhin im Finanzamt ein- und ausgeht. Aber das ist auch so eine Situation in Hamburg, eine andere Geschichte. Die Frau ist dann bei der Razzia, hat man nicht viel bei ihr gefunden, aber sie hat ein neues Handy gehabt. Aber was sie nicht wusste, dass sich WhatsApp-Nachrichten synchronisieren, und man hat dann verräterische WhatsApp-Nachrichten gefunden. Jetzt weiß ich nicht, ob ich Ihnen da jetzt in die Parade fahre. Weiß nicht, erzählen Sie. Und sie hat einer Kollegin in der Finanzbehörde, jetzt muss man wissen, die Finanzbehörde in Hamburg ist das, was in anderen Bundesländern das Finanzministerium ist, hat sie eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, nachdem die Entscheidung getroffen worden war, das Geld nicht zurückzuholen. Schrieb sie ihr, mein teuflischer Plan ist aufgegangen. Ihre Kollegin von der Finanzbehörde, die war vor 2 Wochen im Finanzausschuss, im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Hamburg als Zeugin geladen. Sie machte dann ein bisschen auf Olaf Scholz, sie konnte sich an kaum etwas erinnern. Die Vernehmung zog sich dann, 2 Tage später übrigens wurde sie dann befördert. Das fand ich dann auch kein Zufall sein. Andererseits, in dieser ganzen Geschichte gibt es einfach zu viele Zufälle und das ist einfach auch ein Stück weit Hamburg. Ich dachte, wir lesen, oder möchten Sie ergänzen? Ich wollte eigentlich nur ergänzen, weil du bist vielleicht ein bisschen untergegangen in deiner Antwort, weil das finde ich schon zentral. Also wir können nicht spekulieren, was die angetrieben hat, aber dass ihr Verhalten merkwürdig ist, das ist nicht nur unser Eindruck, sondern die ist tatsächlich diejenige, gegen die Staatsanwaltschaft Köln wirklich jetzt auch schon länger ermittelt, und die schreiben auch ganz klar in ihren internen Vermerken, das ist richtig, also ist nicht erklärlich, was diese Frau umgetrieben hat und wieso die so gehandelt hat und warum sie alles getan hat, um diese Bank zu schützen. Und zwar nicht nur 2016 bis 2017, sondern wie Sie eben sagten, bis quasi in die jüngere Vergangenheit herein. Das ist schon wirklich erstaunlich. Ich habe eine Textstelle rausgesucht, wo Frau Pannhusen eine Rolle spielt. Wäre es auch Ihre Premiere heute mit vorlesen? Nee, aber es ist schon länger her. Okay. Seite 74? Ja, so ungefähr. Also den
den hochdeutschen Untertitel müssen Sie jetzt einfach sich vorstellen. Ne? Wir verstehen Sie sehr gut. Okay. Svenja Pannhusen und ihre Mitarbeiterin Dagmar Meyer-Spieß sind an diesem Tag wieder einmal zum Gespräch mit Christoph Greiner und Dominik Wilken verabredet. Kurzer Spoiler, das sind hochrangige Mitarbeiter der Warburg Bank. Schnell werden die regulären Themen abgearbeitet, die es zwischen jenem Unternehmen und dem Finanzamt im Laufe einer Betriebsprüfung zu klären gibt. Dann geht es um das Großthema Cum-Ex. Die Bank hat Pannhusen schon einen Tag vorher eine Zusammenfassung ihrer Interpretation der Sachlage geschickt. Die Bank beruft sich auf, Zitat, Recht und Gesetz und erbittet das, Zitat, notwendige Maß an Gerechtigkeit und pocht auf ihre Unschuld wie auf ihre Tradition. Im Gespräch fragt Pannhusen, ob die Bank Vorschläge für eine mögliche Einigung habe. Die Banker verneinen. Erneut weisen sie darauf hin, dass sie mit einer Rückzahlung ihre Existenz gefährdet sei. Pannhusen erklärt, sie werde nun einen Bericht schreiben. Der werde über ihre Amtsleiterin an die Finanzbehörde weitergeleitet. Die Banker erklären, sie behielten sich vor, ebenfalls Kontakt zur Behörde aufzunehmen. Schließlich sagt Pannhusen den beiden zu, die Bank vor Absendung ihres Berichtes zu benachrichtigen. Freitag, 26. August 2016, das ist zwei Tage später, ich habe vorher vergessen, das Datum zu erwähnen, Christian Olearius macht Urlaub im Voralpenland. Es ist 12.28 Uhr. Olearius sitzt gerade in einem Gasthof, als sein Telefon klingelt. Wilken und Greiner sind dran. Sie berichten von einer unerwarteten Entwicklung in der Steuersache. Svenja Pannhusen habe sich telefonisch gemeldet und mitgeteilt, dass sie sich doch noch anders entschieden habe. Warburg muss das Geld nicht zurückzahlen. Pannhusen werde die Steuerbescheide, mit denen die Bank die Cum-Ex-Million ausgezahlt bekam, nicht zurücknehmen, notiert Olearius später in seinem Tagebuch. Es ist eine Nachricht, mit der man sich gerne im Urlaub stören lässt. Für die Warburg Bank würde diese Entscheidung nämlich bedeuten, dass sie die Steuermillion aus Cum-Ex-Geschäften nicht zurückzahlen muss. Olearius und Warburg könnten ihre Sicherungseinlagen von 92 Millionen Euro wieder als ihr Privatvermögen verbuchen. Olearius ist hocherfreut über solch eine hervorragende Nachricht. Dankeschön. Herr Holstein, Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass die Hamburger Finanzbehörden besonders schlecht ausgestattet waren, dass es natürlich auch eine politische Verantwortung ist, die dahinter steht. Nun haben die Hamburger Behörden ja zunächst eigentlich sich als Aufklärer offenbar hervorgetan und sind dann entweder vom Gas gegangen oder es passierten andere Dinge. Es wurden dann aber auch Leute einfach mal von ihrem Job entfernt, die vorher sehr fleißig waren. Können Sie skizzieren, was in den zuständigen Hamburger Behörden passiert ist, dass am Ende dann eben eine Frau Pannhusen eine so weitreichende Entscheidung mittrifft, die dann so schwer zu rechtfertigen ist? Ja, ich glaube, das zentrale Argument, was Frau Pannhusen dann irgendwann sehr nervös gemacht haben, die haben halt erst gesagt, das sind ziemlich eindeutig Cum-Ex-Geschäfte, die da getrieben haben, wir wollen die Kohle zurück. So sind die da aufgetreten. Und dann hat die Bank was gemacht, was, wir haben eben schon dieses politische Klima in Hamburg gehört, ne? Also Wirtschaft ist ganz wichtig, Arbeitsplätze sind ganz wichtig. Das ist das politische Klima. Und in diesem politischen Klima sagen nun diese beiden Bankmitarbeiter, Herr Greiner und Herr Wilken, zu den Finanzbeamten, wenn ihr das Geld zurückfordert, sind wir pleite. Pleite, wenn die Warburg Bank pleite ist, heißt es, 1200 Arbeitsplätze gehen verloren, ein riesiger, wesentlicher Arbeitgeber, ein wesentlicher Finanzier, auch der ganzen maritimen Industrie in Hamburg. Ja. Das ist natürlich ein Problem für die Stadt. Ja. Also hat auch mal der Leiter, der Abteilungsleiter der zuständigen der Finanzbehörde hat auch mal gesagt, na ja, also ich bin schon der Meinung, Steuerabteilungsleiter, man muss alles tun, um den Bankenstandort in Hamburg noch zu schützen. So, das ist die Situation. Und dann wird die plötzlich sehr nervös. Der Mitarbeiter von ihr, der damals dabei ist, der kann das überhaupt nicht verstehen. Der sagt, Moment, dass die Bank pleite geht, das ist doch kein steuerrechtliches Argument. Das ändert doch nichts daran, dass wir das Geld
dass sie sich Geld erstatten haben lassen, dass sie nie gezahlt haben. Und dann ist natürlich was passiert, Olearius hat ja auf allen Ebenen, also das ist schon, sag ich mal, auch ein gewissermaßen ein Lehrstück in politischer Beeinflussung, Lobbyismus. Der hat dann natürlich irgendwie seine Anwälte losgeschickt, die riesig komplexe Papiere geschrieben haben. Er hat seine politischen Netzwerke aktiviert. Er hat also quasi von unten und von oben Argumente da reingespeist. Und da muss man bei Cum-Ex wissen, das ganze Prinzip Cum-Ex, dieser Ringtausch mit den Bonds, der funktioniert ja nur beruht ja auf dem Prinzip Verwirrung. Man sagt, so ein bisschen zaubertrickmäßig. Ne? Ich rühre das einmal an, so, sind plötzlich aus einem Bond drei geworden und die Finanzbehörde hat überhaupt gar keine, oder die Finanzverwaltung haben überhaupt gar keine Ahnung, wie das passieren konnte. Und wie konnte das passieren? Das ist ganz juristisch kompliziert. Da sind Sie, kleiner Finanzbeamter, gar nicht in der Lage, das zu verstehen, weil mega komplex, Cum-Ex. So, und das ist natürlich, das war quasi deren Methode, ne? Zu sagen, auf der einen Seite, hier, wir gehen pleite und auf der anderen Seite, die Geschäfte, das ist alles höllisch kompliziert und eigentlich war das ganz, ganz anders, als Sie denken. Also kann man unterstellen, dass vielleicht insbesondere die kleinen Bundesländer dann schlicht das Personal nicht auftreiben, das es braucht, um es mit solchen Komplexen aufzunehmen? Ich weiß gar nicht, ob das... Es ist halt ein bisschen politischer Wille, ne? ob man das will oder nicht. Klar hat es ein Land wie Hamburg immer schwerer, weil da natürlich auch die Verwaltungsstufen, die über den Finanzämtern stehen. Aber vieles liegt halt einfach, und ich glaube, das ist jetzt Thema in diesem schon angesprochenen Untersuchungsausschuss, wo es dann vielleicht auch sehr kleinteilig wird. Und da ist zum Beispiel eine der wesentlichen Fragen, ob so eine Struktur, man hat in Hamburg ein spezielles Finanzamt, was sich nur um solche Finanzamt für Großunternehmen heißt das, wo es auch anders als in anderen Bundesländern quasi eine oberste Kundenverwalterin, also diese Frau Pannhusen ist quasi die oberste Kundenverwalterin der Warburg Bank, das gibt es in anderen Bundesländern gar nicht. Also ich weiß nicht, ob das nun an der Struktur liegt, also ich glaube, das ist die Struktur, die es in Hamburg gibt, die politische Gesamtgemengelage und mit Sicherheit auch die Ausstattung, das sind unterschiedliche Aspekte, welche in wie großem Maße eine Rolle spielen. Ich denke, das muss so der Parlamentarische Untersuchungsausschuss entscheiden oder auch noch weiter untersuchen. Ich glaube, da sind wir nicht in der Lage, das aufzudröseln. Die WhatsApp-Nachricht, die Sie vorhin schon zitierten, die ging vor vielleicht 3 Wochen oder so auch nochmal groß durch die Presse, weil darin eben auch dieses Stichwort, dieses auch sehr eingängige Stichwort des teuflischen Plans vorkam. Da springt ja unser Eins dann auch schneller drauf an und versucht die Geschichte nochmal zu erzählen. Alles andere ist ja eher dröge, was in so einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss passiert. In dem teuflischen Plan, den die Frau Pannhusen, die in Wirklichkeit anders heißt, in ihrer Chat-Nachricht ja nur andeutet, da spielen ja andere Akteurinnen und Akteure auch eine Rolle. Also die werden da mit Kürzeln benannt. Möchten Sie nahelegen, dass sozusagen eine ganze Behörde letztlich auch von dem Olearius-Club da beackert worden ist, dass das alle mit im Boot waren? Oder wie stellen Sie sich da die Verbindung vor? Einer der obersten Steuerbeamten der Hamburger Finanzbehörde, der ist seit Dezember letzten Jahres im Ruhestand, genießt den jetzt in Italien. Wir haben dann herausgefunden, er kennt Olearius von früher. Olearius war mal bei einer Landesbank und dort hat auch dieser Steuerbeamte seine Karriere begonnen. Er wurde dann dazu befragt im Untersuchungsausschuss, war dann sehr einsilbig. Also es sind natürlich Kennverhältnisse überall vorhanden. Wie die zum Tragen kommen, manchmal weiß man es durchs Tagebuch, manchmal bleibt es offen und wir wissen nur, dass die Leute sich kennen. Ich glaube, man darf aber nicht unterschätzen, um das kurz zu erklären, wir haben mal eine große Geschichte diesen Sommer gemacht beim Manager Magazin und die hatten wir überschrieben, Behörde der Angst. Und ich glaube, psychologisch ist eine Behörde ja grundsätzlich eher vorsichtig.
die möchten eher nichts falsch machen. Ne? Und wenn es dann von oben noch ein gewisses Vorleben gibt, ja, seid da auch mal lieber vorsichtig, dann ist es, dann, und ich, das zieht sich eigentlich durch alle, wir sind da lieber mal vorsichtig, wir sind da ein bisschen ängstlich, da packen, das Thema packen wir lieber nicht an, wir kennen uns nicht so richtig aus, wir sind auch, haben irgendwie viel zu spät angefangen mit Ermitteln, und das ist so, glaube ich, dieses Gefühl, was da sehr stark vorhanden ist und was auch eigentlich im Untersuchungsausschuss sehr oft sehr greifbar wird, wie, ich würde fast sagen, verzweifelt, die da teilweise vor dieser Sache saßen. Finanzsenator war ja Peter Tschentscher, heute Bürgermeister, hat also auch noch was zu verlieren. Gibt es Hinweise darauf, dass Tschentscher in seiner Behörde, also der ihm zugeordneten Behörde, dieses Klima der Angst mitverbreitet hat? Er macht ja, sagen wir so, als Politiker nicht den Eindruck, als sei er so drauf. Das können wir jetzt im Beispiel wieder erklären. Also bei dem zweiten Treffen zwischen den Privatbankiers und Olaf Scholz wurde Olaf Scholz ein Papier überreicht. Also ein Papier aus einem laufenden Steuerverfahren. Und das nimmt der Bürgermeister entgegen. Das ist schon mal ein No-Go. Dann liest er es offensichtlich auch und ruft dann anderthalb Wochen später bei Olearius an und sagt, das Papier, das Sie mir gegeben haben, das schicken Sie jetzt dem Finanzsenator Peter Tschentscher ohne weitere Angaben. Er macht es dann umgehend, sehr geehrter Finanzsenator, anbei ein Schreiben an die Finanzbeamtin Pannhusen, die in Wirklichkeit anders heißt, eine zeitnahe Entscheidung wäre im Sinne der Bank. Peter Tschentscher empfängt das Papier, setzt seine Paraffe drauf mit grüner Schrift, also grün ist dem Senator vorenthalten, und dieses Papier geht in den Apparat rein. Das Interessante ist, dieses Papier war an Frau Pannhusen adressiert. Also Olaf Scholz sah auf den ersten Blick, dieses Papier ist nicht für mich gedacht, sondern für die zuständige Finanzbeamtin, und dort ist es dann auch. Peter Tschentscher sieht es auf den ersten Blick, dieses Papier ist an die Finanzbeamtin adressiert, die hat es auch. Entnimmt er ja dem Datum. Also alles okay, muss mich eigentlich nicht drum kümmern. Dann kommt aber der Schriftzug drauf, ich will bitte auf dem Laufenden gehalten werden, und dann die Paraffe Peter Tschentscher, und dann geht es in den Apparat rein. Also jeder Finanzbeamte sieht auf den ersten Blick, oh, der Senator hat ein Auge drauf und er will wissen, was da los ist, beziehungsweise wie wir uns entscheiden. Also ist das jetzt politischer Einfluss oder nicht? Das dürfen Sie dann entscheiden. Und wie gesagt, wieder in einer Stadt, in der man auf jeden, in der es ganz viel bedeutet, wirtschaftsnah zu sein, und in der man sehr auf jeden Arbeitsplatz schaut. Ich will das gar nicht verurteilen, sondern einfach nur ein bisschen, damit Sie so ein bisschen den Eindruck von der Stimmung, wir können das ja auch nur mutmaßen, aber wir können es ganz gut, oder mutmaßen ist jetzt, wir können es nur nachzeichnen, aber um zu zeigen, ja, wie waren quasi die Bedingungen, unter denen diese Entscheidungen getroffen wurden. Womit wir wieder bei Olaf Scholz wären, der ja, was wir vorhin in der gelesenen Textstelle gehört haben, die Stadt mehr oder weniger im Griff hatte. Nicht? Also Stichwort, es kommt dann lange Zeit nichts nach Olaf Scholz. Auch die Senatoren hatten nur begrenzt was zu sagen. Was sind jetzt die, sagen wir mal, Fäden in dem Buch, die Sie jetzt weiter verfolgen werden, wo Sie denken, hier kriegen wir den Scholz doch noch am Wickel? Also haben wir A, nächstes Jahr mit einem nächsten Buch zu rechnen? Ich rechne damit ja eigentlich schon. Und B, was sind jetzt die Spuren, die Sie verfolgen werden, um zu gucken, wie weit Sie noch kommen? Im Stichwort nächstes Buch sehe ich wieder die Schweißperlen unseres Programmchefs. Entscheidend sind die Passagen, die wir Ihnen leider vorenthalten haben. Also mea culpa. Also was jetzt, glaube ich, genauso entscheidend ist wie der eigentliche Skandal, ist der Umgang mit dem Skandal. Und zwar den Umgang von Olaf Scholz. Und da sind halt Sachen passiert, die so nicht in Ordnung sind. Sie kennen ja vielleicht das geflügelte Wort, Olaf Scholz kann sich an nichts erinnern bei dieser ganzen Geschichte. Er kann sich nicht an diese Treffen erinnern, die bei ihm im Amtszimmer stattgefunden haben.
Wir können zeigen, auf Grundlage von Dokumenten, wenn er sagt, ich kann mich nicht erinnern, dass es die Unwahrheit ist, wenn nicht sogar eine Lüge. Und jetzt sind wir es natürlich gewohnt seit Donald Trump, dass Politiker lügen. Aber Olaf Scholz hat es jetzt nicht nur im politischen Raum gemacht, sondern vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Hamburg. Und dort gelten Regeln wie vor Gericht. Und es geht nicht, dass ein Bundeskanzler vor einem Untersuchungsausschuss die Unwahrheit sagt oder gar lügt. Zumal er vor seiner Vernehmung oder vor seiner Aussage von dem Ausschussvorsitzenden belehrt wird darüber, dass er die Wahrheit zu sagen hat. Und wenn er das nicht tut, dass ihm wegen uneidlicher Falschaussage Gefängnis droht von 3 Monaten bis 5 Jahren. Trotz dieser Belehrung und dieses Hinweises dann zu sagen, ich kann mich nicht erinnern, wir haben Strichliste geführt, er hat in 3 Stunden über 50 Mal diesen Satz, ich kann mich nicht erinnern oder Variation davon benutzt. Woher wissen wir, dass er sich erinnern kann? Nach unserer Enthüllung im Februar 2020, da haben wir 1 dieser 3 Treffen enthüllt, musste Olaf Scholz 2-mal hintereinander in den Finanzausschuss des Bundestages und wurde dazu befragt, war heiße Luft und er kann jetzt nichts dazu sagen, weil Steuergeheimnis, dann wurde die 2. Sitzung VS vertraulich deklariert, also da gelten besondere Sicherheitsbestimmungen, damit er jenseits von dem Steuergeheimnis offen reden kann. Und wir haben in das VS-Vertraulich-Protokoll Einsicht nehmen können. Das andere Protokoll von der 1. Finanzausschusssitzung liegt uns vor. Und es ist eindeutig, dort konnte er sich erinnern. Und also für mich ist damit die Lüge belegt. Jetzt kann natürlich Olaf Scholz argumentieren, naja, zwischen den Ausschusssitzungen im März 2020 und Juli 2020 und im September 2020, wo er nicht das erste Mal gesagt hat, ich kann mich nicht erinnern, sind ein paar Monate vergangen und da habe ich vergessen, dass ich mich schon mal daran erinnern konnte. Mag auch sein. Das zu bewerten überlasse ich Ihnen, das überlasse ich Juristen. Die Fakten liegen auf dem Tisch. Oliver und ich, wie gesagt, wir glauben an Fakten. Wir glauben auch, dass Fakten irgendwie Impact haben und eine Gesellschaft verändern können. Mit den Fakten auseinanderzusetzen, haben Sie jetzt Politiker, Juristen und geneigte Leser. Danke. Und das ist jetzt der wichtigste Faden, den Sie verfolgen werden. Weil das Buch, Sie müssen sich vorstellen, das Buch ist ein dickes Buch und darin sind auf jeder Seite ungefähr 3 Anspielungen auf noch zu klärende Sachverhalte, dass man sich wirklich am Ende fragt, okay, wo machen die Jungs jetzt weiter? Ich weiß nicht, ob das der wichtigste Aspekt ist. Es ist der Aspekt, der uns beide aktuell irgendwie elektrisiert hat. Und jetzt müssen wir uns zur Schande gestehen, wir haben dieses eine Protokoll, wo sich klar erinnern kann, seit Jahren, wir haben es auch damals gelesen und haben jetzt so in der Endphase des Buchs, ich glaube es war sogar beim Fact-Checking, das Protokoll nochmal herangeführt und ich habe dann nochmal drauf geschaut und habe dann realisiert, da konnte er sich ja damals erinnern. Also seine Aussage, ich kann mich nicht erinnern, stimmt schlicht und ergreifend nicht. Das ist also eine ganz aktuelle Wahrnehmung. Und dann dachte ich auch erst, ja okay, hat er halt gelogen, passiert oft bei Politikern, bis mir dann auch die juristische Dimension klar wurde, weil wir saßen, ich glaube, fast bei allen Untersuchungsausschusssitzungen, sind mittlerweile an die 40, waren wir immer dabei. Und jeder Zeuge wird eingangs belehrt, also man hört das schon gar nicht mehr mit. Als ich mir dann so ein Protokoll nochmal vor Augen, oder das Protokoll mit den Aussagen von Olaf Scholz im Untersuchungsausschuss nochmal vor Augen führte, dann las ich die Eingangsformel des Ausschussvorsitzenden, wo er belehrt wird. Da dachte ich, holla die Waldfee, Olaf Scholz hat ein Problem. Es gibt übrigens einen Referenzfall. Die Älteren mögen sich daran erinnern, Helmut Kohl, 1984, er war seit 2 Jahren Bundeskanzler, es lief der Flick-Untersuchungsausschuss und Helmut Kohl wurde gefragt, ob er die staatsbürgerliche Vereinigung kennt. Für die Jüngeren, die staatsbürgerliche Vereinigung war die Geldwaschanlage der CDU, darüber wurden illegale Parteispenden gewaschen und Helmut Kohl antwortete nein. Damals gab es wohl noch keine E-Mails, aber es tauchten dann Dokumente auf, aus denen hervorging, dass Helmut Kohl sehr wohl die staatsbürgerliche Vereinigung kannte. Staatsanwalt nahm dann auch die Ermittlung auf und dem amtierenden
Bundeskanzler drohte Ermittlungen, gegebenenfalls sogar eine Verurteilung. Wie hat Helmut Kohl seinen Kopf aus der Schlinge bekommen? Er sagte, er hätte bei der Aussage im Ausschuss, als er sagte, nein, kenne ich nicht, ein Blackout gehabt. Die Staatsanwaltschaft muss ja die Ermittlung einstellen, weil sie Helmut Kohl nicht nachweisen konnte, dass er kein Blackout hatte. Bei Olaf Scholz verhält es sich ein bisschen anders. Sein Blackout ist ja, ich kann mich nicht erinnern. Nur wir können ja jetzt anhand dieser Dokumente aufzeigen, er konnte sich sehr wohl erinnern. Vielleicht noch ein kleiner juristischer Exkurs. Wenn Sie Zeuge vor Gericht sind und Angst haben müssen, sich selber zu belasten, wird Ihr Anwalt zu Ihnen sagen, vor Gericht nicht lügen, nicht die Unwahrheit sagen, nichts beschönigen. Das ist übrigens auch die Eingangsformel des Richters, der dann zu Ihnen sagt, Sie stehen hier unter Wahrheitspflicht, Sie dürfen nicht lügen, Sie dürfen nichts beschönigen, Sie dürfen nichts weglassen. Und jeder Anwalt sagt seinem Mandant, Zweifelsfall immer sagen, ich kann mich nicht erinnern. Weil ich kann mich nicht erinnern, ist juristisch sauber. Und Olaf Scholz ist ein Jurist, offensichtlich kein schlechter. Tatsächlich entwickelt sich ja die Berichterstattung über den Skandal jetzt mehr oder weniger wöchentlich weiter. Also im Spiegel war entweder letzte oder vorletzte Woche war auch noch ein Stück genau darüber, was Sie gerade erzählen, nicht? Und die Frage ist jetzt ja, gelingt es Scholz, die Sache doch weiter wegzudrücken? Ich meine, ich muss niemandem sagen, dass wir gerade viele andere sehr große Probleme haben, womit man so einen Kanzler noch beschäftigen könnte. Wo sehen Sie, und jetzt werde ich politisch, relevante Kräfte in der Öffentlichkeit, um diese Sache weiter zu verfolgen? Weil so ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss, also ich habe es vorhin schon mal erwähnt, ist ja keine helle Freude zu begleiten. Und viele Journalisten knicken im Laufe der Zeit dann ein, haben andere Geschichten zu schreiben und verlieren sozusagen den Griff darauf. Nicht? Es braucht jetzt letztlich auch politische Kräfte, öffentliche Kräfte, um zu sagen, nee, Krieg hin, Inflation her, das muss jetzt leider besprochen werden. Sehen Sie die? Also zweieinhalb Jahre haben Oliver und ich berichtet und waren so ein bisschen die einsamen Rufer und mussten uns natürlich auch Sprüche extern wie auch intern vorhalten lassen, so nach dem Motto, habt ihr kein anderes Thema, muss das sein, etc. pp. Andererseits haben wir dann trotzdem berichtet und wir hatten alles exklusiv, was ja eigentlich schön ist. Aber es ging sogar so weit, nur um das vielleicht ja. Nicht kurz so, rattenhafte Verbissenheit wurde uns unterstellt, auch von den Anwälten und die beiden Olivers wurde zum geflügelten Wort. Wir wurden da wirklich also sehr angegriffen. Rattenhafte Verbissenheit war ein Anwaltszitat in einem Schreiben an uns. In einem Schreiben an uns, also ein juristisches Schreiben. Und also man glaubte wirklich, ach komm, die beiden, die machen das. Ja, also einsame Rufer. Wir müssen uns da einiges anhören lassen, aber das ist egal, das bin ich gewohnt, wenn Sie dreimal hintereinander sich demselben Thema widmen, dann sind Sie, haben Sie eine Obsession oder was weiß der Teufel, was man sich anhören muss. Aber das ist für mich halt investigativer Journalismus, dass ich einfach dranbleibe, wenn es sein muss, über Jahre. Und wie gesagt, das Schöne war, wir haben es exklusiv und es ist jetzt vorbei. Das ist einerseits nicht mehr so schön, weil man liest dann auch wie irgendwas im Spiegel oder sonst wo oder Beispiel die Chat-Nachricht, der teuflische Plan, das wussten wir, das wollten wir auch für das Buch bunkern. Mussten wir es dann leider bei der Konkurrenz nachlesen, weil es so lange nicht gehalten hat. Das ist dann nicht so schön. Andererseits bin ich froh, dass endlich Kollegen wachgerüttelt sind und da auch unterwegs sind, auch ihren Job machen. Und ich hoffe, dass sie auch dranbleiben mit uns zusammen. Da entsteht dann schon auch eine andere Wucht. Und ja, und auch eine breitere Öffentlichkeit, weil es eine breitere Berichterstattung gibt. Und ich glaube, am Ende ist es halt, jenseits der politischen Kräfte, ist es ja eine Frage dessen, was die Wähler und wir alle machen. Ne? Es ist am Ende, es ist unsere Entscheidung, zu sagen, okay, vertrauen wir so jemandem oder vertrauen wir so jemandem nicht? Ja, dazu müssten es eben alle mit nachvollziehen, nicht? Und dafür ist das Ganze eben sehr, sehr, sehr schwierig, sagen wir mal, so zu erklären, dass die Wählerinnen und Wähler gut mitkommen und mitgehen. Ich sehe, dass sie sich große Mühe geben, ist keine Kritik an Ihnen, aber ich ahne, dass dies schwerer auf den Punkt zu bringen ist als viele andere Skandale, die wir schon erlebt haben. Ich glaube, Olli hat es eben schon einmal gesagt, also ich glaube, da sind wir ein bisschen auf dem Stand, das ist nicht unser Job, ne? Also unser Job ist, wir haben jetzt
in diesem Buch. Wir haben sehr, sehr viele Berichte. Ich glaube, es sind mittlerweile über 50, die wir darüber geschrieben haben. Wir haben es jetzt nochmal versucht, in einem Buch aufzuschreiben, was daraus politisch wird, was am Ende demokratisch daraus wird. Das ist nicht unser Beruf. Unser Beruf ist es, Fakten aufzuklären. Und darum bemühen wir uns. Ja, und ich glaube, was wir versucht haben, mit dem Buch zu leisten, also es ist jetzt nicht nur ein Enthüllungsbuch, sondern wir haben auch einfach versucht, den Menschen oder den Politiker Scholz ein bisschen zu demaskieren und seinen Werdegang auch aufzuzeigen. Da hat ja auch Oliver mehr Ahnung als ich, weil er lange für die Zeit Hamburg gearbeitet hat. Also Scholz in seiner Hamburger Zeit begleitet hat. Was ich dann spannend fand, was ich dann von meinem Co-Autoren lernen konnte, dass zum Beispiel so Schlagwörter wie Zeitenwende, die Olaf Scholz ja jetzt angesichts des Ukraine-Kriegs verwendet hat, was ein geflügeltes Wort wurde, dass das ein alter Begriff ist, den er schon mal verwendet hat 2017, im komplett anderen Zusammenhang. Also ich habe gelernt, Olaf Scholz hat in seinem Werkzeugkasten ganz wenig Werkzeuge. Es funktioniert dann vielleicht in Hamburg, aber es wird natürlich schwierig, wenn ich auf Bundesebene arbeite und immer die gleiche rostige Säge raushole und versuche, irgendwie ein politisches Problem zu lösen. Und das fand ich irgendwie spannend, wie sich da so viele Sachen vom fast lokalen Agieren bis auf Bundesebene oder internationale Ebene sich fortsetzt und wie es da einen roten Faden gibt. Also man lernt, denke ich, viel über das Politikverständnis und die Art, wie Olaf Scholz Politik macht. Dankeschön. Jetzt sind wir schon ein bisschen über der Zeit eigentlich, haben aber trotzdem auch noch Zeit für Fragen. Also sicherlich, ich sehe schon mehrere Hände, alles klar, dann nehmen wir uns dann auch noch die Zeit für Fragen, gar keine Frage. Hier drüben eine und dann da. Entschuldigung, das hätte ich sagen sollen. Wir haben ein wanderndes Mikro, hier kommt Peter Rohrmann. Danke, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen klinge ich so lohr. Ganz kurz, ich wollte anknüpfen an Ihre Frage, die, glaube ich, nicht beantwortet wurde. Sehen Sie denn politische Akteure, die Sie jetzt sozusagen unterstützen? Denn bislang ist das ja so, medial läuft das, aber verfängt es wirklich in der Opposition oder also in der Hamburger Opposition oder verfängt es bei der Bundes-CDU, wird Scholz getrieben? Das sieht man ja so nicht unbedingt. Und daran anschließend, Sie hatten vorhin gesagt, Herr Schrömm, wird die Kanzlerschaft überschatten? Sehen Sie denn die Konsequenzen? Wird es letztlich vielleicht zum Rücktritt kommen? Also was wirklich interessant ist, dass es in Hamburg einen Untersuchungsausschuss gibt und das hat die Opposition mit ihrem Minderheitenrecht durchgesetzt. Und dazu bedurfte es, dass die Linken mit der CDU zusammengehen. Also das war schon ein sehr, sehr bemerkenswerter Vorgang. Meines Wissens gibt es irgendwie einen Bundesbeschluss bei der CDU, dass man nie irgendwas mit den Linken macht. Das wurde jetzt für Hamburg ausgesetzt, um diesen Untersuchungsausschuss zum Laufen zu bringen. Das finde ich schon ein sehr bemerkenswerter Vorgang. Und dann hat mich auch gefreut, dass da über alle ideologischen Grenzen hinweg ein politisches Ziel ist, was Sachaufklärung anbelangt. Das ist also die Landesebene in Hamburg. Und ich will jetzt nicht vorgreifen, aber was ich jetzt so die letzten zwei Tage an Feedback bekommen habe, tut sich auch auf Bundesebene was. Ich bin gespannt, ob das zu irgendwelchen Debatten im Bundestag führt. Aber jetzt zu Ihrer letzten Frage, das kann ich Ihnen nicht beantworten und das ist die Frage, darf sich mir auch nicht stellen. Wenn ich anfange zu recherchieren, dann habe ich ja jetzt nicht das Ziel, irgendjemand zum Rücktritt zu treiben, sondern ich bringe die Fakten auf den Tisch und die Fakten bewerten und daraus was zu machen oder was zu entscheiden oder ein Urteil zu fällen. Das müssen andere, das ist nicht mein Job als Journalist und das ist auch gut so. Und ich glaube, da kann man vielleicht ergänzen, was man, wenn man aus der Historie, wenn man, das kann man, glaube ich, in unserem Buch auch ganz gut lesen, hat Herr Scholz schon eine gewisse Robustheit, was Rücktrittsforderungen, Aussitzen angeht. Also es gab schon gelegentliche Momente, wo andere Politiker mit Sicherheit gegangen wären, die Olaf Scholz ausgesessen hat. Und das ist vollkommen wertfrei, das ist mit Sicherheit auch eine große Fähigkeit.
Also ich glaube, so ganz schnell und freiwillig wird Olaf Scholz einfach schon von charakterlich nicht zurücktreten. Das ab davon, dass es wir das natürlich sonst nicht beurteilen wollen und können. Ja, Leute treten zurück, wenn die eigenen Leute den Daumen senken. Nicht? Die treten nie wegen der Opposition zurück, sondern immer, wenn die eigenen Truppen sagen, du, wir glauben nicht, dass wir mit dir nochmal auf den grünen Zweig kommen. Ich habe eine Frage auf YouTube, aber hier war vorerst noch eine Hand hier vorne. Ja. Ja, vielen Dank. Ich habe verstanden, dass die beiden Kernthemen einmal die politische Einflussnahme und zum anderen der Umgang damit durch das Vortäuschen von Erinnerungslücken sind. Und zur politischen Einflussnahme habe ich drei Punkte, die mir aufgefallen sind hier in der Podiumsdiskussion, die ich gerne einmal mit Ihnen abklopfen möchte. Wenn ich mir vorstelle, ich bin Hamburger Finanzsenator und ich bekomme ein Schreiben eines Bankers, in dem drinsteht, dass der erste Bürgermeister ihn gebeten hat, das Schreiben an mich zu schicken, dann würde ich, so stelle ich mir vor, denken, oh, das könnte wichtig sein für meinen ersten Bürgermeister, da will ich mich über den Fall mal informieren lassen, unabhängig davon, ob ich irgendeine Ahnung von dem Fall habe. Das zum Punkt, dass Peter Tschentscher gesagt hat, bitte informieren Sie mich über den Fall. Könnte ich mir vorstellen. Zweiter Punkt, Herr Hollenstein, Sie haben gesagt, die Hamburger Finanzbehörde war überfordert. Wenn ich mir das vor Augen führe, dann stelle ich mir vor, dass es möglicherweise keine politische Einflussnahme braucht, um eine Falschentscheidung herbeizuführen bei einer überforderten Finanzbehörde. Und der dritte Punkt, Sie haben zitiert einen Ausschnitt einer WhatsApp und gesagt, mein teuflischer Plan ging auf. Das klingt für mich prima vista, dass es eine bewusste Falschentscheidung möglicherweise dieser Sachbearbeiterin gab, aber eben möglicherweise auch keine politische Einflussnahme, weil ihr Plan aufgegangen ist, und diese drei Punkte einmal abzuklopfen. Ich versuche mal mit dem ersten anzufangen hoffe, dass ich mich noch erinnere. Wir haben leider nichts zu schreiben. Das war die Frage, war es nicht logisch, dass Peter Tschentscher irgendwie mal nachfragt, nachdem er erfahren hat, dass es ein Schreiben gibt. Erstens, in dem Schreiben stand nicht drin, es ist von Olaf Scholz, dass Olaf Scholz davon weiß, das steht da nicht drin. Also Peter Tschentscher wusste das im Zweifel nicht. Das wissen wir nicht. Also es gibt einen Anruf am Tag, bevor er das Schreiben bekommen hat von Olaf Scholz bei Peter Tschentscher. Sie können sich das schon denken, beide erinnern sich nicht mehr an diesen Anruf. Und dann gibt es dieses Schreiben, da ist Olaf Scholz aber nicht erwähnt. Das nur zur Richtigstellung quasi, aus diesem Schreiben das nicht wusste, und er musste sich auch nicht informieren lassen, detaillierter, weil er war vorher schon informiert. Wir wissen, dass er längst, Wochen bevor es dieses Schreiben gab, hatte ihn seine Steuerverwaltungschefin, das hat die auch so ausgesagt und er das auch bestätigt, bereits eingebunden in den Fall und bereits gesagt, hier, da gibt es einen echt komplizierten Fall und da gibt es möglicherweise auch Ärger. Das heißt, er wusste Bescheid, er musste dieses Schreiben nicht weitergeben, um überhaupt mal zu wissen, was ist denn da Lage. Und er hat es tatsächlich auch, soweit man das rekonstruieren kann, auf Basis der Daten erst weitergegeben, nachdem es schon ein Gespräch mit der Steuerverwaltungschefin. Er hat dann irgendwie, an das sich aber auch beide nicht mehr erinnern. Es steht nur im Kalender. Das ist vielleicht die erste Frage. Beantwortet das so halbwegs? Die zweite Frage war? Der teuflische Plan war... Das war die dritte, glaube ich. Die zweite... Ja, ob quasi eine überforderte Behörde... quasi gar keine politische Einflussnahme mehr brauchte, wissen wir am Ende nicht. Wir können beide Faktoren sehen. Also wir können sehen, die Behörde war überfordert, wusste nicht so ganz genau, was sie tun soll, und sie hat dann keine Rückendeckung bekommen, sondern dann gab es auch noch massive Nervosität auf Basis auf der politischen Ebene quasi, und das haben die ja mitbekommen. Also die Finanzbeamten haben auch mal gesagt, sie wussten ja, wie einflussreich die Bank ist. Wenn ich da vielleicht ergänzen darf,
Jetzt wird es ein bisschen kleinteilig, aber die ganze Geschichte hat sich ein Jahr später wiederholt. Da standen auch wieder Steuerrückforderungen an und man wollte es wieder verjähren lassen, aber dann hat das Bundesfinanzministerium davon Wind bekommen, 2017, und hat Hamburg angewiesen, da einzuschreiten. Jetzt klingt es so ein bisschen lapidar, Weisung vom BMF nach Hamburg. Es gab in den letzten, glaube ich, anderthalb Jahrzehnten zwei Weisungen, also ein sehr seltenes und sehr scharfes Schwert. Und 2019 nach unserer Berichterstattung, da gab es auch einen Vorfall, da hat man dann noch hinterm Rücken von laufenden Prozessen mit der Warburg Bank verhandelt. Da war dann Hamburg so clever und hat sich beim BMF rückversichert, ob das so in Ordnung ist. Und das BMF hat gesagt, nee, es ist nicht in Ordnung. Ihr könnt nicht hinterm Rücken von laufenden Prozessen euch irgendwie verständigen. Also will sagen, wenn eine Behörde überfordert ist, eine Landesbehörde, dann kann sie sich ja auch Know-how oder Rat einholen. Das hat sie auch teilweise gemacht. Teilweise hat sie Rat oder Weisung ungefragt bekommen. Also eine Entschuldigung ist es für mich nicht, finde ich. Und der teuflische Plan? Gehört ins Reich der Spekulation. Ne? Also wir können da tatsächlich, wir wissen nicht, was das zu bedeuten hat, dass diese Frau sich in diversen, also aus unserem, das, die Rolle von Frau Pannhusen haben wir sehr, sehr früh auch gesehen in diesem ganzen, in unseren Recherchen. Und dass die sich irgendwie merkwürdig verhält. Die telefoniert irgendwie dauernd mit der Bank, also nicht so, gibt denen Rechtstipps, wie sie sich verhalten sollen und so weiter. Das ist schon komisch und das ist mit Sicherheit auch ein Aspekt, der eine Rolle spielt. Was diese Nachricht bedeutet, wir wissen es nicht. Also wir können auch nicht spekulieren. Ja, aber da, auch da gibt es Ergänzungen, weil das jetzt halt der Schlag oder Schlagbegriff oder das Schlagwort, das durch die Medien ging. Wir kennen ja den weiteren Chatverlauf, also die haben das dann durchaus vertieft. Da war dann die Nachfrage, oh, ihr habt es jetzt verjähren lassen? Ja, wir haben es verjähren lassen. Ah, interessant, toll. Toll weiß ich jetzt nicht, aber es schwankt so mit. Also es ist schon irre, wenn man sich jetzt vor Augen führt, dass eine hochrangige Finanzbeamtin aus dem Finanzamt sich mit einer Mitarbeiterin aus Finanzministerium, Finanzbehörde, und so darüber unterhält, dass man Ansprüche verjähren lässt. Also die Staatsanwaltschaft hat das elektrisiert und hat nochmal Schwung gegeben in die Ermittlung. Also gegen die Frau wird ja jetzt wirklich vehement ermittelt. Was noch dazu kommt, das geht so ein bisschen unter, die hat schlicht und ergreifend gegen das Steuergeheimnis verstoßen. Die Frau Pannhusen hat mitnichten, auch nicht mal mit einer Kollegin über einen Steuerfall sich zu unterhalten. Und die andere Finanzbeamtin aus dem Finanzministerium hat sich laut Steuergeheimnis, darf sich die eben auch nicht unterhalten. Allein deswegen haben die wahrscheinlich schon Verfahren am Hals und allein deswegen werden wahrscheinlich beide irgendwann mal auch verurteilt, weil das ist zweifelsfrei, die haben das gegen das Steuergeheimnis verstoßen. Und das ist halt schon ein Unding, wie locker Hocker in Hamburg mit dem Steuergeheimnis umgegangen wird. An das Stichwort Verjährung knüpft auch unser Fragesteller hier aus dem Internet an. Und ich gebe zu, ich bin im Buch auch irgendwann aus der Kurve geflogen, welche Ansprüche jetzt wann verjährten und wann welche Frist da ablief. Es ist nicht ganz leicht. Also SCP fragt auf YouTube, abgesehen davon, dass Olaf Scholz in der Sache eine Schuld trifft oder nicht, beziehungsweise ob Olaf Scholz in der Sache eine Schuld trifft oder nicht, musste nicht die Entscheidung der Hamburger Finanzbehörde revidiert werden. Es geht doch auch um die 180 Millionen. Da ist die gute Nachricht, die ist revidiert worden, aber nicht von der Hamburger Finanzbehörde in erster Linie oder in erster Instanz, sondern vom Landgericht Bonn. Und zwar gab es ja den ersten weltweiten Cum-Ex-Prozess, also die erste strafrechtliche Aufarbeitung. Und da hat der Richter eine strafrechtliche Besonderheit, die gibt es seit 2017, gibt es den sogenannten Abschöpfungsparagraphen. Also man kann quasi Geld bei einem Unternehmen abschöpfen, von dem man noch gar nicht wissen kann, ob es wirklich an diesem Verbrechen beteiligt war, sondern nur, weil man weiß, okay, das ist verbrecherisches Geld, das kassieren wir ein. Und tatsächlich hat das Landgericht Bonn in seinem Urteil beschlossen, die Gelder, diese
176 Millionen, so viel waren es dann, da kursieren immer so ein bisschen unterschiedliche Beträge, weil da werden Zinsrechnungen drauf gemacht, also deswegen sagen wir immer ungefähr 170 Millionen, die haben beschlossen, das zurückzufordern und damit ist das Geld dann wieder, damit ist das Geld quasi zurückgekehrt und das ist tatsächlich, hat das Landgericht auch gesagt, ja, ihr habt vielleicht damals geglaubt, das wäre verjährt. Es ist aber gar nicht verjährt und dieses Gerät, dieses Urteil ist glücklicherweise auch vom Bundesgerichtshof so bestätigt worden. Also das Geld ist zurück. Aber längst nicht alles, oder? Sie meinen jetzt bei Warburg oder generell? Zumindest die 170 Millionen, von denen man weiß. Ich möchte da mal kurz noch mal einhaken, das ist ja auch so ein Framing von Olaf Scholz, der dann auch vor seinen zwei Aussagen vom Untersuchungsausschuss neben, ich kann mich an nichts erinnern, dann immer noch preisgibt und sagt, es ist doch nichts passiert, das Geld ist doch wieder da. Ja, es ist wieder da, weil, wie es Oliver erwähnte, ein mutiger Richter viele, viele, viele Jahre später auf Grundlage neuer Gesetze dieses Geld zurückgeholt hat. Und das finde ich schon dann bemerkenswert, das dann so läppisch zu verharmlosen. Was soll die Aufregung? Ist doch nichts passiert. Das Geld ist wieder da. Lasst mich in Ruhe. Hört endlich auf, da weiter zu untersuchen. Der Untersuchungsausschuss kann seine Arbeit einstellen. So in dem Tenor argumentierte auch Olaf Scholz vor dem Untersuchungsausschuss. So geht er auch mit den Parlamentariern um. Also das finde ich schon bemerkenswert. Okay, eine Frage haben wir noch. Wir sind schon über der Zeit, Sie merken es schon, nicht? Aber hier vorne bitte, im grünen Hemd, ja. Oder grau-grün. Ja, ich habe noch eine Frage, wenn ich darf. Also es gibt diese Erinnerungslücken, die so ein bisschen unglaubwürdig sind. Dann der politische Einfluss, da haben Sie gezeigt, dass es das gab, mehr oder weniger. Aber es gibt auch noch der Umgang des jetzigen Bundeskanzlers, auch mit den Medien oder mit Ihnen, also mit den Leuten, die sozusagen die Finger in diese Wunde legen. Also wenn man da ein bisschen nachschaut, kann man sehen, dass der Sprecher des Kanzlers bzw. Finanzministers, dass er quasi tätig eingreift in Berichterstattung, dass er Leute wegschiebt, dass er Mikrofone abdrängt, dass er einfach Fragen nicht zulässt oder einfach unterbricht, dass solche Sachen stattfinden. Dann habe ich auch verstanden, dass zum Beispiel der Kanzleramtsminister auch gerne mal eingreift und so und Leute die Leviten liest, also ich weiß nicht, vielleicht können Sie darüber noch was erzählen, oder dass der Bundeskanzler einfach Journalisten zum Beispiel bedroht mit Feststellungsklagen so auf offener Bühne, also gehört das auch zu dem Umgang, die vielleicht etwas kurios ist? Auf kuriose Art und Weise sind uns E-Mails zugeschickt worden von dem Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt, der auch eine tragende Rolle in unserem Buch spielt. Also ist einer der engsten Weg oder der engste Weggefährte von Olaf Scholz seit über 20 Jahren, der also flächendeckend Chefredakteure traktiert mit Vorschlägen, wie man welche Berichterstattung machen soll im Zusammenhang mit Cum-Ex, der uns und auch mich diskreditiert und Unwahrheiten verbreitet bei Chefredakteuren, nicht nur beim eigenen, sondern auch bei anderen. Also es sind schon Methoden, die bemerkenswert sind und das reißen wir auch teilweise im Buch an, ohne dass wir jetzt das so sehr auf uns Bezug nehmen, sondern wir wollen nur zeigen, wie da gearbeitet wird, wie da getrickst und vertuscht wird und Leute unter Druck gesetzt werden, wie Nebelkerzen gezündet werden, wie mit Unwahrheiten und Halbwahrheiten operiert wird. Und das natürlich von der Spitze weg, also vom Kanzleramtsminister, das ist nicht sein Job. Er ist nicht Pressesprecher von Olaf Scholz, aber er macht seit vielen Jahren keinen anderen Job. Er war Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, als Olaf Scholz Bundesfinanzminister war. Er hat rund um die Uhr getwittert und hat irgendwie Medienarbeit betrieben im Rang eines Staatssekretärs. Ich glaube, er verdiente da 13.000 Euro, wenn ich richtig informiert bin. Also ein gut bezahlter Pressesprecher, ehrlich gesagt. Und jetzt ist er Kanzleramtsminister und hat da eigentlich in diesen Krisenzeiten anderes zu tun, als diese Art von Einflussnahme auf Medienberichterstattung versuchen auszuüben. Absolut. Und es ist halt immer zweierlei Einflussnahme. Und das versuchen wir auch im Buch
zu beschreiben. Ne? Also es ist, dass er sehr stark sich, wenn es Berichterstattung gibt, die ihm nicht genehm ist, sehr gerne mal, wie gesagt, auch mit Diffamierungen und Falschaussagen sich an Chefredakteure wendet, um Druck auszuüben. Und auf der anderen Seite natürlich sehr, sehr geschickt. Und das ist wirklich auch was, was wir in dem Maße, glaube ich, was uns noch mal überrascht hat. Wir Journalisten sagen ja immer, Spins zu setzen, also wie man Geschichten dreht, wie man Narrative vorprägt, die dann plötzlich ja in der Welt sind und wahnsinnig schwer wieder einzufangen sind. Ne? Also das ist tatsächlich, da sind die wahnsinnig gut drin. Ja, man muss aber auch dann ein Stück weit Medienschelde betreiben, weil gehören ja immer zwei dazu. Jemand, der versucht Einfluss zu nehmen und jemand, der Einfluss nehmen lässt. Und uns liegen ja nicht nur die E-Mails von Wolfgang Schmidt an Chefredakteure vor, sondern auch teilweise die Antworten. Und die sind halt selbstredend und das fand ich schon ziemlich erschütternd. Also es gibt eine schöne, es gibt eine Olaf Scholz-Biografie, wo der Autor mal über Wolfgang Schmidt schrieb, der sei halt einfach so ein wahnsinnig netter Typ und sei halt so ein, den könne man ja gar nicht blöd finden und sei ja so ein soziales Tier. Und da sieht man halt möglicherweise schon ein Problem. Wir können auch ein Beispiel, ich weiß gar nicht, wie sehr wir das jetzt im Buch ausführen oder ob ich zu sehr spoiler, aber egal. Nach dem ersten Auftritt von Olaf Scholz im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Hamburg schrieb Wolfgang Schmidt an einen Reporter einer Regionalzeitung mit Hang zu Hamburg, sage ich mal, und sagt, ja, ich habe Ihre Berichterstattung verfolgt. Sie sind ja einer der wenigen, der irgendwie fair Bericht erstattet, anders als dieser Aktivist Oliver Schröm. Also in seinen Augen bin ich kein Journalist, sondern Aktivist. Ich habe ihn mal aufgeschrieben, das ist ja alles sehr kompliziert. Ich habe ihm mal ein bisschen was aufgeschrieben, was wichtig ist. Und dann folgen irgendwie gefühlt 3 Kilometer E-Mail. Also ewig langer, ein ewig langes Schreiben von damals von einem Staatssekretär, dachte ich, hat er nichts anderes zu tun. Er schickte dann die E-Mail ab. 5 Minuten später schrieb er an die Chefredakteure des Reporters. Und da kommt dann das vertraute Du. Lieber sowieso, heute ist ja Sonntag. St. Pauli spielt nicht. Ich habe euch ein bisschen Lesestoff. Ich habe euren Reporter schon informiert. Also zieht euch das mal rein. Die Antwort war dann, oh, super Lesestoff, vielen Dank. Unser Reporter wird sich bei dir melden. Ja, dann kam dann auch die entsprechende Berichterstattung. So läuft das im Staate Dänemark, der Deutschland heißt. Ich freue mich auf Post morgen, entweder von Wolfgang Schmidt oder von jemand anders. Bisher habe ich nichts bekommen, ich gebe es zu. Das, was ja auch ein Licht darauf wirft, wie unsere Berichterstattung vielleicht bisher war. Aber ich bedanke mich bei den beiden Autoren, die sich alle Mühe gegeben haben, hier heute Abend und aber auch im Buch zu erklären, worum es bei der Akte Scholz geht. Ich bedanke mich bei Ihnen hier in der Kantine, dass Sie geduldig zugehört haben und aufmerksam waren und viel gelernt haben. Ich bedanke mich beim Publikum im Internet, das hoffentlich ebenfalls seine Freude gehabt hat. Es gibt jetzt noch die Gelegenheit, glaube ich, Unterschriften in Büchern einzusammeln bei Ihnen, nicht wahr? Und wir haben auch noch Getränke, glaube ich, zu verkaufen, hoffe ich jedenfalls sehr. Vielen Dank und haben Sie es sonst dann noch gut heute Abend.